Ich bin gekommen, auch wenn es vielleicht nicht viel gebracht haben mag. Der Kult sucht nach einer göttlichen Maske, die dem Rudel von Alkosch gehört. Wir müssen sie vor ihm finden. Die Maske von Alkosch. Ladvolon ist ein Narr. Sein erbärmlicher Priester wird eines solchen Relikts niemals würdig sein. Nicht so wie Yadari. Sie jagen etwas nach, was sie nie im Leben beherrschen können. Was ist diese Maske? Und wer ist Yadari? Yadari. Ich nannte sie Tosh Rakat. Die Gründerin von Rudelheim und das erste Mitglied von Alkoschs Rudel. Sie trug einst die Maske, ja. Und ich vermute, ihr Leichnam bewacht sie noch immer. Doch nichts von dem spielt irgendeine Rolle. Es spielt sehr wohl eine Rolle. Euer Horn ist nach Yadari benannt. Es muss da eine tiefere Verbindung geben. Dann findet die Wahrheit selbst heraus. Falls ihr die Maske sucht, sprecht mit der Clanmutter von Kenarti. Es war ihr Tempel, der sich der sterblichen Überreste von Yadari annahm. In Ordnung, ich werde mit Clanmutter Tatali sprechen. Sucht die Maske, wenn ihr wollt. Ich kümmere mich um Ladvolon. Oh, noch eine Reise zu Mutters Tempel. Oh nein, ich quäle mich nicht mit einem weiteren Anflug von Niedergeschlagenheit herum. Aelia geht. Tue ich das? Ich meine, natürlich gehe ich. Es ist beschlossen. Ihr beide geht zu Kenartis Tempel und sucht nach der Maske. Kashka, Saji, ihr kommt mit mir. Gut. Ich glaube, da soll noch ein Kommentar folgen. Tut aber nichts. Kümmert euch um die kleine Wanderer. Ich gebe mein Bestes, um die anderen aus Ärger rauszuhalten, solange ihr weg seid. Zurück zu Mutter, was? Lieber ihr als Saji. Wenn er nie wieder einen Fuß in diesen Tempel setzen muss, ist das immer noch zu früh. Habt ihr euch mit der roten Bestie angefreundet? Der Timer läuft gerade nicht. Moment. Hier ist die rote Bestie. Ein Drache. Er half Yadari, den Dämon aus dem Osten zu besiegen. Die Clanmutter hat uns diese Geschichte oft erzählt. Zwei Bestien, die aufeinander prallen. Und die tapfere Yadari, die sich mit der einen anfreundete, um die andere zu besiegen. Was könnt ihr mir sonst noch sagen? Nur Legenden. Yadari trug eine göttliche Maske, die mit der Macht von Alkosch erfüllt war. Doch während ihrer größten Schlacht versagte die Maske. Yadari starb und schloss sich dem Drachenkönig der Katzen sogar noch jenseits der Sande hinter den Sternen an. Warum hat die Maske versagt? Das wissen nur die Clanmütter. Bitte, dieser muss dafür sorgen, dass man sich um die Leichname hier kümmert. Wir sprechen ein andermal über die Legenden. Leb wohl. Falls ihr herausfindet, wo sich diese Maske befindet, dann zögert nicht. Ich vertraue darauf, dass ihr allen Spuren folgt, auf die ihr stoßt. Geht zum Tempel von Kenartis Otem. Also, hier. Komme ich hier auch schnell wieder raus? Ah. So wahrscheinlich. Oh, warum muss man immer über runterfallen? Nee, ich will nicht zum Drachen. Ich suche den Weg zum Wegschrein. Ja,
Ah, so ist vielleicht. Och, interessant. Die Abkürzung darf ich gar nicht nehmen. Was? Wandteppich fetzen. Wird vorher irgendwas gut sein. Noch ein Museumsstück. Von der habe ich auch schon einige gesehen. Oh, scheiß Gegner. Wird doch nur zum Weg schreien. So. Ach, das ging ja schnell. So, es dauert sowas immer ewig. Tja. Also richtig weiß ich gerade nicht weiter in der Geschichte. So, und wieder im Tempel. Ach, diesmal gehen wir ganz rein. Das ist ja geil. Aber auch noch nie. Entschuldigt unser Eindringen, Clanmutter, aber wir bringen beunruhigende Neuigkeiten. Ihr sprecht von Rudelheim, ja? Und dem Tod von Hisuni. Ihr wisst es bereits? Diese hat ein Flüstern im Wind gehört. Möge Kenarti sie zu süßeren Sanden tragen. Auch wenn Tadali die Winde des Todes spüren kann, ist sie doch blind für eure Motive. Verratet es dieser Drachengardist. Warum seid ihr gekommen? Ich muss eine himmlische Maske finden, die der Heldin Jatari mit ins Grab gegeben wurde. Ja, dieser Tempel nahm sich vor langer Zeit der sterblichen Überreste Jadaris an. Ihr sucht nach den Hallen der Hochmähne, einem überaus heiligen Ort. Seine Geheimnisse wurden über die Zeitalter hinweg weitergegeben. Auch wenn diese Tradition vielleicht mit Hisumi gestorben sein mag. Ich muss diese Maske finden, bevor Rakajin es tut. Selbst wenn Rakajin die Maske findet, würde sie ihn zurückweisen. Er wird ihrer Macht niemals würdig sein. Clanmutter Hisuni bat mich, die Maske zu finden. Würde die ihren letzten Wunsch abschlagen? Hat sie das? Hm. Dann hat sie im Gewebe der Zeit womöglich etwas erblickt, was diese erst noch im Wind hören muss. Nun gut, sucht nach der Statue der vergessenen Mähne südlich dieses Tempels. Lauscht einfach nach den Glocken. Ich werde sofort dorthin aufbrechen. Ihr werdet einen Glockenständer bei der Statue finden, der jenen sehr ähnelt, die ihr im Innenhof unseres Tempels findet. Nachdem sie so viele Jahre vernachlässigt wurden, sind die Glocken sicher stark angelaufen. Ihr solltet sie reinigen, bevor diese eintrifft. Ich habe noch Fragen, Clanmutter. Wohlan denn. Fragt, was ihr wollt, Drachengardist. Erzähl mir mehr über diese göttliche Maske. Sie ist Alkoschs Licht, dem feste Form gegeben wurde. In Wahrhaftigkeit. Ein Geschenk, eine Bürde, eine Kralle, um das Gewebe der Zeit zu flicken.
Sie ist ein göttlicher Wille, der sich für jene manifestiert, die als würdig erachtet werden. Und ja, sie ist auch eine Maske, die man tragen kann. Jede Statue von Yadari zeigt euch das. Welche Art von Kräften verleiht die Maske? Was? Ihr wollt genaue Angaben? Sie verleiht die Stärke von Alkors göttlichem Willen. Die Macht, Kräfte zu bezwingen, die der natürlichen Ordnung entgegenstehen. Diese könnte hier sitzen und Gedankengebilde entwerfen, was genau das bedeutet. Doch das würde nur wenig fruchten. Also, seid ihr euch so recht sicher, welche Maske sie bringt? Clanmutter Hisuni war die Trägerin jener Geheimnisse, nicht diese. Wenn ihr der Maske für würdig befunden werdet, werdet ihr schon noch früh genug von ihrer Macht erfahren. Doch wendet euch nicht an Tadali, um alle Antworten zu finden. In Ordnung, was könnt ihr mir über die Halle der Hochmänner erzählen? Ihr wisst von Rakajin, ja? Er wurde von jungen Jahren an dazu ausgebildet, dem Rudel von Alkosch beizutreten. Nach seinem Tod sollte er zu Alkosch an einen Ort jenseits der Sande hinter den Sternen gehen. Doch Rakajins Schicksal umfasste noch mehr. Was meint ihr? Rakajin wurde darin unterrichtet, wie man in Zeiten großer Not an die himmlische Maske in den Hallen der Hochmähne gelangt. Durch zermürbende Prüfungen und Proben seiner Willensstärke sollte er sich als würdig erweisen. Und dann beschloss er, ein Drachenpriester zu werden. Die jungen Leute heutzutage. Ich will einfach nur weitermachen. Im Moment halte ich diese Geschichte gerade für belanglos. Dann sieht man sich in den Hallen der Hochmähne Prüfung gegenüber, die man bestehen muss, um sich der Maske würdig zu erweisen. Haargenau. Und ehe ihr fragt, nein, Tadali weiß nicht, wie diese Prüfungen aussehen. Diese lenkt Helden zu ihrem Schicksal genauso, wie Kenarti es will. Es ist nicht ihre Aufgabe, zusätzliche Unterstützung oder weiteres Wissen zu bieten. 5 Minuten der Folge totgequatscht. Die Hallen der Hochmähne. Klingt eher unheilvoll, oder? Ich glaube nicht, dass das einfach nur ein Spaziergang durch irgendwelche Ruinen wird. Lasst uns hoffen, dass Rakajin die Maske nicht vor uns findet. Wir müssen zu einer Statue der vergessenen Mähne südlich von ihr. Dort sollte Glöckin in der Nähe sein. Ja, ich kenne die Statue. Saji und ich kamen an ihr vorbei, als wir das letzte Mal in Schwarzhöhen waren. Sie schien ihm Unbehagen zu bereiten, doch er wollte mir nicht verraten, wieso. Nun, jetzt ist keine Zeit, um ihn zu fragen. Ich treffe euch bei der Statue. Seid ihr euch sicher, dass ihr auch mitkommen wollt? Vielleicht solltet ihr Saisahan wissen lassen, was wir ihre Erfahrung haben. Natürlich will ich mit euch kommen. Ihr werdet doch Unterstützung brauchen, oder nicht? Ich weiß, dass ich vielleicht nicht die stärkste Drachengardistin bin oder die erfahrenste. Oder auch nur die einfallsreichste. Vertraut mir. Ich bin mir meiner Unzulänglichkeiten bewusst. Doch ich kann trotzdem helfen. Ihr scheint entschlossen zu sein. Es tut mir leid. Es ist nur so, dass ich nichts gegen das Gefühl tun kann, euch alle enttäuscht zu haben. Yagrondu war schon tot, als wir eintrafen. Hätte ich irgendetwas tun können, um ihn früher zu finden? Und es war Kaska, die euch half, den Orden des Neuen Mondes aufzuspüren, nicht ich. Und mein Vater. Und ihr gebt euch die Schuld für all diese Dinge? Es mag sich nicht vernünftig anhören, doch ich kann nichts dagegen tun. Nach so vielen Fehlschlägen ist es leicht, an mir selbst zu zweifeln. Das ist der Grund, aus dem ich mit euch kommen möchte. Ich will etwas richtig machen. Ich will beweisen, dass ich des Titels einer Drachengardistin würdig bin. Naja. Bücher für euch. Zuras Exorzistin, okay. So, wir suchen etwas, das so aussieht wie das da vorne. So, die Statue, die ist südlich. Oh, so weit weg.
Viel zu weit weg. So weit weg, dass es eigentlich die Folge beendet. Wenn wir da ankommen. Naja. Gut. Oh. Spring mit ihm zurück, scheiß Tiger. Meine Fresse. Jeder Gegner will, rennt in meinen Laufweg rein. Das ist meine Arme. Naja, also die Quest hier schickt uns wirklich an alle Ecken und Kanten. Das ist auch einer der Gründe, warum, ja. Wir das machen. Oh, machen sollten. Zur vergessenen Mine entdeckt. Diese Glocken sehen wie jene im Tempel von Kenatis Odem aus. Und genau. Seht, sie sind alle angelaufen. Clanmutter Tadali hatte recht. Die Glocken sind durch mangelnden Gebrauch angelaufen. Warum führen wir nicht das reinigende Ritual durch? Ihr müsst einfach nur auf den Schalter dort drücken, um es zu beginnen. Bitte mich nochmal daran, wenn wir... Ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich funktioniert wie die Läuterung der Glocken im Tempel von Kenatis Odem. Die kleinen Glocken leuchten in einer bestimmten Reihenfolge. Alles, was ihr tun müsst, ist, die großen Glocken in der Nähe in derselben Reihenfolge zu schlagen. Das sollte sie läutern. Ja, okay. Wir müssen die großen Glocken in der gleichen Reihenfolge läuten wie die kleinen. Sie sollten hier irgendwo sein. Rot, gelb, blau, grün. Ach, wo sind der grün? Gelbe da oben links, ne? Da. Boah, 50 Meilen entfernt. Sind sie gut gemacht? Kinarti ruft euch mit sanften Winden. Sie kann euch führen, aber niemals tragen. Mit Schleue und mit Schnelle müsst ihr euren eigenen Weg finden. Nehmt ihr Kinartis Segen an? Ich akzeptiere Kinartis Segen. Die Trommeln von Lorca schlagen laut. Dunkelheit kriecht in euer Herz und der Tod scharrt an eurer Kehle. Voller Stärke und voller Mut müsst ihr das Licht finden. Werdet ihr euch der Dunkelheit, Lorcat, stellen? Ich werde mich der Dunkelheit stellen. Alkosch wacht mit festem Blick. Seine missratenen Kinder haben ihren Daseinszweck vergessen. Und drohen, die natürliche Ordnung zu zerstören. Voller Ehrfurcht und voller Tugend müsst ihr Anspruch auf seine Maske erheben und die Fäden der Zeit flickern. Werdet ihr mit Stolz auf dem Pfad wandeln? Ich werde auf dem Pfad wandeln. Bei Kinartis süßen Winden und Lorcats schwarzem Herz. Licht, dem man folgt und Dunkel, das man bannt. Schleue und Stärke, Tugend und Stolz. Möge er sich der himmlischen Maske als würdig erweisen. Der Weg ist offen.
Und so endet auch Tadalis Rolle hierin. Nun liegt es an euch, Drachengardist. Ich spüre, dass die Worte von Clanmutter Tadali mehr waren als nur reines Zeremoniell. Trotzdem haben wir keine Zeit, hier herumzustehen und uns darüber den Kopf zu zerbrechen. Wir müssen die Maske finden. Lasst uns die Hallen der Hochmähne betreten. Ja. Lasst uns die betreten, aber beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.